Ein Kompass. Den wollen wir auch noch nicht. Vielleicht können wir irgendwie hier das Tür aufbrechen. Fest verschlossen. Tja. Also. Ein Kompass. Ich habe keinen Plan. Wo kriegen wir einen Kompass her? Haben wir schon irgendwas im Inventar? Das können wir vielleicht als Kompassnadel benutzen, aber. Gucken. Okay. Wie war's jetzt? Gurken mit. Okay. Noch mit Magneten im Kompass? Ist bereits magnetisiert. Ah, okay. Jetzt haben wir eine magnetisierte Nadel, aber. Können wir die vielleicht irgendwo noch. Das ging ja schnell. Ich kann den Korken nicht damit benutzen. Vielleicht können wir den Korken ins Wasser legen. Hey, sauber! Er zeigt nach Norden. Wissenschaft macht Spaß, wenn du das Geheimnis kennst. Wir haben einen Kompass gebaut. Sehr schön. Das ging ja schnell. So, hier hast du deinen Kompass. Einfach nur ein bisschen kombinieren im Inventar. Schon haben wir einen improvisierten Kompass. Dann fahr uns zur Insel. Hier, nimm diesen Kompass. Das ist ein Kompass? Funktioniert er auch? Natürlich, siehst du, wie er nach Norden zeigt? Mann, das ist unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ach, Kleinigkeit. Die Wissenschaft, die Wissenschaft. Nein. Na komm, fahr uns zur Insel. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung, los geht's. Yahoo! Weg von dieser Insel. Und auf der Totenkopfinsel kriegen wir einen Diamanten, oder was ist jetzt die. Was ist jetzt der Plan? Selbst die tapfersten Männer müssen sich vor diesem Ort fürchten. Aha. Nimm deinen Mut zusammen, Junge. Jetzt, bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Dum, dum, dum. Das ist eine Ente. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen. Und deinen Kopf so drehen und... es ist ja so furchteinflößend. Wenn du ich schielst und deinen nicht. Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Siehst du das Licht da oben auf dem Felsen? Das ist die Schmugglerhöhle. Sie wird von König André geleitet, dem größten Schmuggler der Welt. Und seinem miesen Gehilfen Kraft. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich. Hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Viel Glück. Danke. Das kriegen wir schon hin. Let's go. Oh, hallo. Windenwacht. Hallo, kannst du mir sagen, wo ich die bösen Schmuggler der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung beim Orientierungsseminar. Orientierungsseminar? Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt. Aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Ich bin nur als Aushilfe hier. Der reguläre Aufzugswärter, Muckibart, ist krank. Deshalb Muckibart. Bin ich eingesprungen. Aha. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist dein Name? Er lautet Lafus. Lafus? Immerhin sehen wir im Hintergrund noch hier die Blood Island, die Blutinsel, wo wir die ganze Zeit drauf waren. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du wiegst nicht mehr als, lass mich schätzen, 20 Pfund, richtig?
Genau genommen um die 120. Oh, nun, probieren kann nicht schaden. Richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh ja, oh, weia, das kann ja nur schief gehen. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's! Das kann ja nur schief gehen. Ach du Scheiße. Ein kleines bisschen Seil nach. Jetzt ging schnell runter. Okay, das ist zu viel Seil. Ah! Na toll. Inventar. Ein Fallschirm. Können wir den nutzen? Autsch. Ich hab doch einen Fallschirm. Todsicher ist das. Müssen wir den Fallschirm benutzen. Nochmal. Ich will ihn nicht überall mit rum. Ja? Lass uns dieses das Cliff hinunter zur Höhle-Ding nochmal probieren. In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Sei dieses Mal bitte vorsichtig. Kein Problem. Los geht's! Es klappt! Es klappt! Es klappt nicht! So, wir haben noch einen Schirm. Können wir den benutzen? Sehr schön. Ein Fallschirm. Sehr gut. Hallo, habt ihr einen Diamanten für mich? Hallo Nachbar, haben Sie vielleicht ein paar Diamanten? Wussten Sie schon, dass ich gerade entkommen bin? Geh weg! Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Also, wo ist der riesige Diamant, den ihr Typen haben sollt? Auf ihn, Kraft! Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Ich muss jeden Diamanten sehen, den Sie haben, jeden einzelnen. Los, Leute, Dalli Dalli, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mag diesen Mann nicht. Töte ihn. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Ich habe so viel Geld, dass es schon fast peinlich ist. Seien Sie gegrüßt. Unterhalten wir uns, Mr. Das hat geklappt. Meistersuppe, Wantan Meistersuppe. Sehr gut, Mr. Threepwood. Hey, woher wissen Sie meinen... Es ist mein Geschäft, zu wissen, wer die Totenkopfinsel betritt und verlässt. Ich bin König André und das ist mein Partner Croft. Haben Sie etwas Besonderes gesucht? Den Meistersuppe-Familiendiamanten. LeChuck hat ihn gestohlen, Sie haben ihn gekauft, ich will ihn haben. Sofort. Bitte? Wir haben auch viel Geld. Aber wir haben so viele Qualitätswaren hier im Piratenclub. Unsere Preise fallen jeden Tag. Hier gibt es alles, was sich ein Pirat oder Piraten-Azubi wünschen könnte. Zum richtigen Preis. Piraten-Azubi. Ich habe viel Geld, also... Sie lenken von der gesamten Diamantenthematik ab. Der Meistersuppe-Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich Ihnen... Wie gesagt, also ich habe viel Geld. Natürlich nicht. Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Ich habe viel, viel Geld. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Haben Sie so viel? Nun, ich habe eine Menge Geld. Ha, nicht genug. Mein Partner hat recht. Wir können Ihnen nicht für weniger als eine Riesenmenge Geld geben. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Mein Partner und ich spielen gerne Karten. Poker, um genau zu sein. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wenn Sie uns besiegen, gewinnen Sie den Diamanten. Hört sich fair an. Ja, fair. Könnten Sie bitte mit diesem Lachen aufhören? Das nervt ungemein. So, Mr. Threepwood,
Die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Let's go. Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Klar, das geht in Ordnung. Das ist eine Menge Geld. Ich gebe Ihnen besser nur einen Teil davon. Haben Sie schon einmal Poker gespielt, Mr. Threepwood? Nein, stellen Sie sich vor, dies ist mein allererstes Mal. Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Das Spiel ist die einfachste Variante des Kartenspiels. Ich gebe jedem von uns 5 Karten. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Karten und der Spieler mit dem besten Blatt gewinnt. Woher weiß ich, welches das beste Blatt ist? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie uns einfach. Sie vertrauen uns doch, oder? Auf gar keinen Fall. Natürlich vertraue ich Ihnen. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Ein gutes Blatt, ja. Ein gutes Blatt. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Okay. Egal wie ich sie sortiere, sie bleiben schrecklich. Pik 2, Herz 3, Kreuz 4, Kreuz 8 und ein Karo König. Was für ein schreckliches Blatt. Okay. Gehen wir schnell irgendwie mit einer Meißel. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich glaube, er könnte... Wir verlieren nur alles. Ich habe ein wirklich schlechtes Blatt. Offenbar finden Sie Ihr Glück nicht in den Karten. Ich dachte, wir wären uns einig, dass Sie nicht mehr so lachen wollten. Ich habe ein Full House. Asse und Könige. Du verlierst. Vielleicht sollten Sie es noch einmal versuchen. Nein, danke. Geh erstmal zurück nach Blood Island. Vielleicht. Oh. Eine Falltür. Vielleicht können wir uns irgendwas holen. Irgendwie Ersatzkarten. Ich will zurück nach Blood Island. Ich auch. Dieser Platz ist mir unheimlich. Können wir uns irgendwie schummeln? Können wir irgendwie. Ich hab's gar schon eine Idee, wo wir. Ich weiß nicht, ob die Karten was nützen, aber wo wir Karten herkriegen. Sekunde. Im Hotel. Da hatten wir doch hier die Dame mit den Karten. Tarotkarten. Ja, hier. Nimm mit. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Der dreiköpfige Affe. So, wir haben Karten. Tarotkarten. Vielleicht sind die für den Poker irgendwas wert. Ich weiß nicht, wie die beim Poker was helfen sollen, aber ja. Auf zum Strand. Fährst du mich nochmal hin? Da fliegt eine Waliser. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung, los geht's. So, hinein hier und wir spielen nochmal Karten. Ich will noch einmal um den Diamanten spielen. Das ist eine gute Idee. Machen Sie Ihren Einsatz, Mr. Threepwood. Wieder ein bisschen Geld setzen. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Gute Karten. Daddy muss einen Piratenfluch aufheben. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Lass mich raten. Das sind schlechte Karten. Schlechtes Blatt. Pik 2, Herz 3. Hey, Moment mal. Das ist exakt das gleiche Blatt, das ich beim letzten Mal hatte. Wie ist das nur möglich? Ah, es ist eine interessante Wendung des Glücks, Mr. Threepwood. Hm.
Vielleicht können wir. Die Zukunft liegt in meinen Händen. Hier auf den Tisch legen. Wollen Sie schon gehen, Mr. Threepwood? Ich habe mir nur die Beine vertreten. Ich will weiterspielen. Okay. Ein Fünfling. So, nicht einmal ihr könnt einen Fünfling schlagen. Sie haben recht, Mr. Threepwood. Wir können einen Fünfling nicht schlagen. Die Frage bleibt jedoch, ob sie ein Paar schlagen können. Ein Paar? Ein paar mörderische Schmuggler. Hä? Uns, Mr. Threepwood? Ich rede von uns. Wir werden dich töten. Oh, jetzt begreife ich, ob ich ein Paar schlagen kann. Das ist ganz schön clever. Nun, nun, meine Herren, lassen Sie uns nichts überstürzen. Hier draußen ist ein Bote mit einem Paket. Du Idiot! Du hast das Licht ausgeblasen! Ich habe den Diamanten. Nicht. Sehr schön. Oh nein! Ach du Schreck. Schnell weg hier. Knall ihm eine, nicht mir, du Kretin! Wen nennst du einen? Oh. Da ist er! Auf ihn! Ich habe alles, was ich von den Schmugglern brauche. Gut, schnell weg. Lass uns diesen Ort des Bösen verlassen. Zuerst muss ich noch eine Sache erledigen. Wirklich? Was? Wie? Wer ist da? Ach, du bist's nur. Warte, was tust du da? Hilfe! Hilfe! Ich hoffe, er hat deinen Schirm. Viel Glück für deine weiteren Abenteuer, Guybrush. Was? Du meinst doch nicht etwa das... Ich fürchte schon. Diese Arbeit ist zu gefährlich für mich. Ich suche mir eine dauerhaftere, sichere Arbeitsstelle. Ich habe gehört, auf Scap Island wird ein Chefkoch gesucht. Man wird dich schmerzlich vermissen. Ich weiß, aber mein Schicksal liegt da draußen. Irgendwo jenseits der wogenden Wellen. Leb wohl, guter Freund Waliser. Okay, der Waliser verschwindet. Oh, warte. Wo liegt nochmal Scap Island, sagtest du? Ost-Nordost. Du kannst es nicht verfehlen. Tausend Dank. Der Waliser verschwindet. Ups. Ich habe vergessen, ihm zu sagen, dass diese Nadel nur für kurze Zeit magnetisch ist. Ach, was soll es? Er wird schon hinfinden. Ui, währenddessen auf Monkey erinnert. Ein Jahrmarkt. Eine schöne Achterbahn. Noch ein paar Rekruten mehr für meine unbezwingbare Armee der Untoten. Wie sieht's aus? Ich hoffe, dass ihr meine Braut auftreiben konntet. Ich hoffe nicht. Wo ist der Kutterköter? Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Oh nein. Oh Mann, oh Mann! Es wird schwieriger. Ich dachte, wir haben den Diamanten. Den Diamanten und wir haben den Ring. Sie sind auf Blood Island, Sir. Ich dachte, wir könnten den Flug jetzt brechen und... Ja gut. Schnell zur Lichtung. So, kombiniere Diamant es mit Ring. Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Und ab an ihren Finger. Ui. Elaine, geht es dir gut? Guybrush? Wo sind wir? Wir haben den Fluch gebrochen. Happy End. Wir sind auf Blood Island. LeChuck's Ring war mit einem schrecklichen Fluch belegt, aber ich habe es wieder in Ordnung gebracht. Du bist in Sicherheit und alles wird gut. Alles wird gut? Kapitel 5. Der Kuss des Spinnenaffens. Na toll. Noch kein Happy End. Sie wurde gefangen genommen. Schön gesagt, mein Kind. Aber spar dir den Atem, Mädchen. Den brauchst du noch, um ja, ich will zu kreischen. Wo sind wir? Erinnerst du dich nicht mehr an diesen Ort, Threepwood?
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dich hier eingesperrt, damit du üble Qualen durchlebst. Die Kunde Smith. Ich erinnere mich. Ich habe diesen Ort schon mal gesehen. In einem schrecklichen Albtraum. Es war kein einfacher Albtraum, Guy Rush. Mit TNT ist er bestückt und mit Stacheldraht. Oh nein, es kann nicht sein. Aber es ist so. Es ist der Jahrmarkt der Verdammten. Nein, der Jahrmarkt der Verdammten. Du Ungeheuer, warum hast du uns hierher gebracht? Da gibt es zwei Gründe, du armseliger Freibeuter. Ich werde dich foltern und töten und Elaine mit einem Schatz überhäufen. Du vergeudest deine Zeit, LeChuck. Elaines Liebe lässt sich nicht erkaufen. Ah, aber es ist ein ganz spezieller Schatz. Der berühmte Schatz von Big Whoop. Big Whoop? Ei, genau der Piratenschatz, den du gesucht hast, bevor ich dich erwischt habe. Aha. Ich hab dann... Was ist denn so besonders am Schatz von Big Whoop? Ist es nicht wie jeder andere Piratenschatz? Ich verstehe. Du kennst die schreckliche Kraft von Big Whoop noch nicht. Ich schätze nicht. Zittere vor Angst, Reedwood, wenn ich dir sage, dass Big Whoop ein verdammtes Portal zu einer dämonischen Unterwelt ist. Okay. Die Schätze von Big Whoop sind die direkten Tore in die Hölle. Huch. Aber wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Elaine wird die Tore von Big Whoop passieren, so wie einst ich. Herab zur pechschwarzen Finsternis der infernalischen, niederen Regionen. Du musst wissen, Big Whoop hält für alle, die hindurchgehen, das größte Geschenk von allen parat. Die Unsterblichkeit. Aber zu welchem Preis? Preis? Ha! Zugegeben, die Leute finden mich neuerdings ein bisschen unnahbar. Und an den Geruch muss man sich eine Weile gewöhnen. Aber es ist die Sache wert. Jetzt, wo ich die Macht habe, Elaine dazu zu bringen, mich zu lieben. Ja. Interessante Fragen, alles. Aber wenn du Elaine tötest, würde sie dich nicht noch mehr hassen? Ei, anfangs schon. Aber bald wird sie verstehen, welch großes Geschenk ewiges Leben sein kann. Und außerdem ist bei Toten der Kreis potenzieller Partner erschreckend klein. Sie wird mir einfach noch eine Chance geben müssen. Tja, also... Dieser ganze Vergnügungspark, warum? Der Big Whoop Vergnügungspark war die bekannteste Idee. Einmal die Gewalt über Big Whoop in meiner Hand, würde es ein leichtes sein, Elaine zur meinen zu machen. Ich verstehe, aber nochmal, warum ein Vergnügungspark? Darauf komme ich noch zurück. Ich wusste, dass Elaine ein wenig überredet werden musste und dass ich eine Armee brauchte. Eine schreckliche Armee der Untoten. Okay, aber warum ein Vergnügungspark? Lässt du mich wohl ausreden? Ich rede nicht nur, um mich selbst zu hören, klar? Du hast recht, ich war unhöflich. Fahr bitte fort. Jeder weiß, dass das Leben eines Seemannes ein langes, hartes, einsames Leben ist. Seeleute sehnen sich monatelang nach ein paar freien Tagen. Und weißt du, was sie als erstes suchen, wenn sie in den Hafen kommen? Einen familienorientierten Vergnügungspark. Ach, danach. Natürlich. Sie kommen, um auf der riesigen Achterbahn zu fahren, der großartigen Affenberg-Achterbahn. Sie erreichen den höchsten Gipfel, um dann mit den Armen nach oben, wie Affen schreiend, in einem großen Lavastrom den Hang herabzubrausen. Das hört sich nicht im geringsten nach Spaß an. Ei, ist es auch nicht. Eigentlich ist es geradezu unangenehm. Aber wenn sie auf der anderen Seite ankommen, sind sie geeignete Krieger für meine Skelettarmee der Verdammten. Aha. Wie hast du Big Whoop gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Bist du sicher, dass du sie hören willst? Gut, dass er uns seinen ganzen Plan erstmal erklärt. Nach der Unterhaltung? Ei. Dann mach weiter. Als ich noch lebte, verachtete Elaine mich. Nein. Nein, nein, es ist wahr. Mittlerweile weiß ich sicher, sie mochte mich überhaupt nicht.
Aber ich muss dir meinen Wert für sie beweisen, weißt du? Also stach ich in See, um das legendäre Geheimnis von Monkey Island zu ergründen. The Secret of Monkey Island, der zweite Teil der Saga. War da, hab's getan. Ich habe es zuerst getan, du mieses Weichei. Nach ein paar Tagen geriet mein Schiff in einen fürchterlichen Taifun und wurde auseinandergerissen. Ich wäre ertrunken, aber einige Haie fanden mich und brachten mich ans Ufer von Blood Island. Da war ich nun, ausgesetzt und ohne Hoffnung, Elaines Herz zu gewinnen. Ich dachte, meine Glückssträhne wäre vorbei, aber eines Tages ging ein Schiff vor Anker. Es war das Schiff von Captain Marley, Elaines Großvater. Ich begann eine Unterhaltung mit Rum Rogers Senior, dem ersten Mate auf dem Schiff. Und nach dem Einsatz einiger Drinks fand ich heraus, dass sie die Karte zum legendären Schatz von Big Whoop hatten. Obwohl ist ziemlich witzig, dieser Pirat. Warte. Kann ich mich setzen? Meine Beine schlafen langsam ein. Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte, plante ich, Marleys Mannschaft zum Schatz zu locken und ihn für mich allein zu beanspruchen. Ich hatte nicht das Geld, ein neues Schiff zu kaufen, aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Deine Immunität gegen Seife? Aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Diesen undefinierbaren LeChuck Charm. Eine der reichen jungen Debütantinnen auf Blood Island konnte ihm nicht widerstehen. Nach einer Woche mit mir wäre sie mir bis ins Grab gefolgt. Leider hatte sie keine Gelegenheit dazu. Ach, die haben wir kennengelernt. Sie nahm aus dem Verlobungsring ihrer Familie und verkaufte ihn für den Preis eines neuen Schiffes an einige halsabschneiderische Schmuggler. Du großer alter bettnässender Schwachkopf! Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Mit meinem neuen Schiff überholte ich Marlies Mannschaft leicht und trieb sie nach Big Whoop, das zufällig hier auf Monkey Island. Da zieht uns hier seine ganze Geschichte. Für die Details, wenn ich gespielt haben, hier gibt es eine kleine Wiederholung. Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Das Geheimnis von Monkey Island? Ich könnte es dir erzählen, aber mir wäre lieber, dass du es errätst. Ja gut, ich habe da zwei leider noch nicht gespielt. Dass eine Fortsetzung niemals so gut wie das Original sein kann? Lügen! Schmutzige, dreckige Lügen! Nein, es ist wesentlich komplexer als das. Es ist ein altes Geheimnis, streng bewacht von den Eingeborenen und Piraten, die zufällig... Du kennst ja nicht einmal das Geheimnis von Monkey Island, oder? Nein, nicht wirklich. Dann müssen wir wohl bald nochmal Secret of Monkey Island spielen. Was ist mit Captain Marley und seiner Mannschaft geschehen? Ihr Schiff erreichte Monkey Island eine halbe Stunde nach meinem. Aber sie kamen zu spät, um mich davon abzuhalten, meinen Preis in Anspruch zu nehmen. Und sie sahen zu, wie ich das Portal von Big Whoop passierte. Jämmerliche Feiglinge waren sie, übermannt von dem, was sie sahen. Sie flohen voller Entsetzen von der Insel. Marley riss seine Schatzkarte in vier Stücke und versammelte seine Mannschaft um sich. Das hatten wir schon. Roger Senior, der erste Mat. Rapscallion, der Koch. Und der junge Lindy, der Kajütenjunge. Tanner, meine gesammelte Karte. Ein Stück der Karte und behielt eins für sich. Sie versprachen, diese Kartenstücke mit ihrem Leben zu bewachen. Oder? Ich sorgte dafür, dass sie ihr Versprechen einhielten. Sie waren die einzigen Lebenden, die von... War das nicht das mit der Karte auf dem Rücken, das wir da gepellt haben? Was geschah mit Rum Rogers Senior? Er nahm in der Nähe von Fat Island ein Bad in seiner Kabine. Trank Rum und aß Toast, wie er es immer beim Baden tat. Als der Toaster mysteriöserweise in die Wanne fiel. Erschreckend.
Sein Sohn erbte das Kartenstück, aber er war ein zu großer Trunkenbold, als dass er seine Bedeutung hätte verstehen können. Ja.